36, da war nämlich die Aussage, dass Gott uns gehorsamsfähig macht. Und hier wird erklärt, wie macht Gott uns gehorsamsfähig? Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Die Furcht Gottes ist eine Haltung der Ehrfurcht, des Respektes, der Liebe, wo wir Gott ehren wollen, wo wir es nicht ertragen können, dass er beleidigt wird, gekränkt wird, entehrt wird, betrübt wird, wo wir dieses Verlangen haben. Wir wollen, dass Gott Gott sein darf und er soll gesehen werden in seiner Größe, in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit. Er soll geehrt werden. Und Gott selber bietet dieses Geschenk an, in unser Herz seine Furcht zu legen. Und wenn du nur einmal durch die Bibel gegangen bist und hast dir angeschaut, was Gottes Wort über die Furcht des Herrn zu sagen hat und welche Segnungen kommen durch die Furcht des Herrn, von dem Tag an weißt du, du hast nicht mehr 1000 Wünsche, du hast nur noch einen Wunsch. Was ich brauche, ist die Furcht des Herrn. Weil alles, was du dir vorstellen kannst, ist enthalten in der Furcht des Herrn. So, das Leben wird total einfach. Du suchst nicht mehr 1000 Dinge, du suchst eins. Ein Herz, das Gott fürchtet. Halleluja. Das ist, worum es geht. Und der ganze Mangel, die ganzen Grabenkämpfe und Konkurrenz und Machtspiele und Durcheinander und Verletzungen und all diese Dinge und all die Unreinheit und all die Weltlichkeit in der Gemeinde, die wir heute vorfinden. Und gestern habe ich ein bisschen darüber gesprochen, ein ganz, ganz, ganz bisschen. All diesen Mangel kannst du zurückführen auf einen einzigen Punkt. Es fehlt an der Furcht des Herrn. Das ist, was fehlt. Das ist der eine Mangel. Und dieser Segen, wenn er von uns gesehen wird, erkannt wird und dann gesucht wird und ergriffen wird und mehr erlebt wird, ist die Antwort für dein persönliches Leben, für den Frieden, den Gott schenken will in der Gemeinde und für den Segen, den Gott schenken will durch die Gemeinde in der Welt. Die Furcht Gottes ist die Antwort. Die Furcht Gottes. Und es heißt hier, durch die Furcht Gottes werden wir nicht mehr von ihm abweichen. So, du siehst, Furcht Gottes bringt Gehorsamswilligkeit. Ein Verlangen, Gott zu gehorchen. Und das ist das größte Wunder, das Gott in einem Menschen tun kann. Dass ein Mensch von Herzen Gott gehorsam wird. Nicht nur seine Knie beugt und sagt, ja, ich erkenne an, du bist größer als ich, du bist weiser als ich und ich sollte dir dienen, sondern ich will das. Ich begehre das. Das ist mein Element, darin fühle ich mich wohl. Und wenn ich mal wieder im Fleisch bin und bin neben dem, was eigentlich Gott für mich hat, ich fühle mich total unwohl. Und dann können wir uns gar nicht richtig leiden, nicht wahr? Wenn wir im Fleisch sind, wir können es nicht leiden und die anderen können uns auch nicht so gut leiden. Aber wenn wir im Geist sind, dann mögen wir uns so richtig. Da gehst du ins Badezimmer, da schaust du in den Spiegel, sagst du, jawohl. Da bist du mit dir im Reinen, weil du mit Gott im Reinen bist. Wir können nicht Freund Gott sein und uns selber ablehnen und uns selber verachten. Und selber mit uns im Kampf liegen, das ist unmöglich. Aber wir trainieren nicht uns selber zu lieben, wir trainieren Gott zu lieben. Wir nähern uns Gott und er ändert unser Herz. Die Furcht des Herrn schenkt er uns, es ist ein Geschenk. Und nun ist es so mit allen Geschenken. Nur wenn du ein Geschenk in seinem Wert erkennst, wirst du es schätzen und dich danach ausstrecken. Und wenn du es bekommen hast, es bewahren und hüten wie einen Schatz. Wenn du ein Geschenk bekommst und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst und fragst dich, wie um alles in der Welt hat die Person gedacht, ich könnte dieses Zeug brauchen. Mit aller Wahrscheinlichkeit wirst du das gar nicht erst richtig in deiner Wohnung tun. Das kommt gleich in den Keller zu den Dingen, die demnächst auf den Sperrmüll müssen, oder?
Ist dann peinlich. Und dann überlegt man, kommt diese Person noch einmal zu Besuch? Brauche ich das Geschenk vielleicht noch? Aber wenn du sicher bist, die Person wird nicht kommen, so niemand weiß, was du mit diesem Geschenk gemacht hast, es kommt auf den Müll. Und so viele Kinder Gottes haben Geschmacksverirrung. Und sie schätzen nicht die Geschenke Gottes. Wenn Gott sagt, ich lege Furcht vor mir in euer Herz, zu sagen, ja, okay, erzähl uns was Wichtiges. Jetzt komm zu den Hauptsegnungen. Das ist der Hauptsegen. Ein Herz, das Gott fürchtet, ist das Zentrum der Erlösung. Materielle Versorgung ist ganz kleines Ding am Rande. Heilung, Befreiung sind kleine Geschichten. Wachstum, was auch immer. Das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist ein Herz, das Gott fürchtet. Das ist die Antwort auf unsere Nöte. Weil Gott zu fürchten heißt, wir können den Gedanken, dass er beleidigt wird, nicht ertragen. Wir können es nicht ertragen. Und unser Herz kommt Gott so nah und da ist so viel Raum für Gott zu wirken, dass dein Geschmack verändert wird und dass du lernst, das ist ein Prozess, aber du lernst. Aber wenn du das mitmachst und deinen Teil tust, und darüber werde ich dann heute Nachmittag sprechen und heute Abend, dann wirst du schon nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Jahren, du wirst sehen, dass gewaltige Veränderungen sich ereignen in dir. Und dein Leben so viel einfacher wird. Und du hast so viel Durcheinander und so viel Ratlosigkeit und so viel selbstgemachten Konflikten herauskommst. Gott will uns herausholen aus selbstgemachten Konflikten, die durch Kompromiss und durch Streben nach anderen Dingen kommen. Er will aus diesen Konflikten uns herausholen, damit wir fähig werden, endlich in den wahren Konflikten zu stehen. Die Leiden Christi mitzutragen. Teilhaber der Leiden Christi. Aber das ist kein Thema für heute. Das ist nicht modern, das ist nicht populär. Für Paulus war das modern, für Paulus war das wichtig. Er wollte Gemeinschaft der Leiden Christi kennenlernen. Er sagt, ich erstatte, was noch mangelt, der Leiden Christi. Gemeinde wird gebaut durch Leiden, Teilhaben an den Leiden Christi. Aber wo wird das heute gelehrt? Wer glaubt das? Wir haben 20 Schritte zum Erfolg, aber unter diesen 20 Schritten ist nicht einmal der Punkt, die Gemeinschaft der Leiden Christi. Aber das wird sich ändern, ihr Lieben. Die theologische Großwetterlage ist dabei umzuschwenken. So wie vom Winter, wenn wir normalen Winter hätten, ja, dann ist die Ostwetterlage, kommt die Kälte aus dem Osten und dann kommt das Frühjahr, dann dreht sich die Wetterlage und dann kommt die milde, warme Luft aus dem Westen, aus dem Südwesten und dann kommt Frühling. Und die theologische Großwetterlage in diesem Land wird sich radikal verändern. Sie wird, weil sie muss. Sie wird, weil sie muss. Und was heute an Platz 15 ist oder Platz 38, in Kürze wird auf Nummer 1 kommen. Das, was für Gott wichtig ist, wird für uns wichtig werden. Weißt du, warum das so sein wird? Weil wir überleben wollen. Und wir sagen, Herr, wie wir heute Morgen gebetet haben, was immer nötig ist, reinige mein Herz, tu, was du tun musst. Und Gott sagt, okay, danke für diese Einladung. Und er beginnt ein tiefes Werk, ein tiefes Werk. Unser Herz kommt in Übereinstimmung mit Gott. Das heißt, es fängt an in uns, das zu leben, was in ihm lebt. Hebräer 1, Vers 9. Von Jesus heißt es dort, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Gestern haben wir gehört, Zeichen der Endzeit, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Das heißt, Dinge, die Christus hasst, nehmen überhand. Er hasst Gesetzlosigkeit. Für viele ist das keine Realität. Sie kennen einen lieben Gott.
aber sie kennen nicht einen Gott, in dessen Herzen ein unbändiger Hass brennt auf das Böse. Und solange wir den nicht kennen, weil er Liebe ist, brennt Hass in seinem Herzen auf das Böse, auf das Zerstörerische, auf das Gemeine, auf das, was Gott verunehrt und was uns schadet. Solange wir diesen Gott nicht kennen und sein Herz nicht kennen, werden wir weiter leben in der Mittelmäßigkeit und ein bisschen Sieg und viel Niederlage haben. Aber wenn anfängt in uns zu leben, was in ihm lebt, weil wir es entdecken und weil wir es schätzen und dafür Raum machen und sagen, ja, der Löwe und das Lamm, beides soll in mir hervorkommen, beides soll Gestalt gewinnen. Das Lamm Gottes, das dient, das sich hingibt, das sich opfert, das sich gibt, das keine Forderungen stellt, sondern einfach ein Segen sein will. Das ist die Lammesnatur, das ist Philipper 2. Aber da ist auch der Löwe, der aufsteht gegen die Lüge, aufsteht gegen die Bosheit, aufsteht gegen die Ungerechtigkeit, aufsteht gegen die Gesetzlosigkeit, gegen die Rebellion, gegen Gottes Ordnung. Der Löwe, und der Löwe wird hervorkommen. Der Löwe wird hervorkommen in der Gemeinde. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun, das hat was mit Übereinstimmung in unserem Herzen zu tun. Weil wir Christus erkennen als den, der Augen hat wie Feuerflammen. Da ist eine heilige Eifersucht, weil er uns so begehrt, weil er uns so liebt, weil er uns Gutes tun möchte und weil es ihm um seine Ehre geht, wird er es nicht zulassen, dass wir uns weiter besudeln mit Dämonen. Paulus sagt, 1. Korinther 10, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Wie viele Christen haben Gemeinschaft mit Dämonen? Und du siehst es ihnen an. Du siehst es ihnen an. Und sie fühlen sich ganz komisch am Sonntagmorgen, dann sollen sie die Hände heben und singen, heilig ist der Herr, und sich noch daran freuen. Das kommt ihnen ganz komisch vor, weil sie 6 Tage die Woche etwas anderes gelebt haben. Aber das neue Herz ist ein ungeteiltes Herz, wo in uns Werte leben vom Himmel. Und diese Werte sind gültig am Montagmorgen, wenn wir alleine sind, wenn niemand uns zuschaut. Diese Werte sind da, diese Werte schätzen wir, diese Werte heben wir hoch und ehren wir und achten wir, weil es das Wesen Gottes ist. Und wir sind uns bewusst, wir sind ein Schauspiel und wir werden beobachtet. Die Engel, der Vater selbst schaut. Und die Mächte der Finsternis schauen. Dürfen sie wieder ein bisschen Ehre bekommen, weil du dich mit ihnen abgibst? Dürfen sie wieder ein bisschen fetter und feister werden in deinem Leben, weil du sie wieder fütterst, deine Monster? Oder werden sie beschämt und sagen, schade, früher wollte er mit uns immer Partys feiern. Früher wollte der mit uns in den größten Dreck gehen. Aber jetzt ist er anders geworden. Der strebt nach Reinheit. Der strebt nach Heiligkeit. Der strebt danach, Gott zu verherrlichen. Igitt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der ist ja unausstehlich. Und dann verlassen die Dämonen dein Haus, die du über Jahre angefüttert hast, eingeladen hast. Weißt du, was passiert, wenn du auf deinen Kompost Speisereste ablädst? Da kommen die Ratten. Und wenn Gläubige sich hingeben, Nacht für Nacht, Stunden und Stunden und Stunden, Sex, Blood and Crime. Dann kommen die Ratten. Sagen, hier werden wir gefüttert. Viele Gläubige füttern ihre Dämonen. Und dann gehen sie zu irgendwelchen obskuren Befreiungsseminaren. Ihr Lieben, vielleicht sage ich heute Nachmittag ein Wort dazu. Befreiung ohne Buße ist nicht der Weg Gottes. Befreiung ohne ein Leben in Heiligung, ein Leben in Jüngerschaft, ist nicht der Plan Gottes, sondern eine geistliche Spielerei. Und manches, was heute unter dem Namen Befreiung läuft, führt dazu, dass Leute dämonisiert werden. Das ist schockierend, aber das ist wahr. Kommen wir zurück zu dem lieblichen Teil.
ein Herz, das von Gott angefüllt wird, das von Gott geprägt wird, das von Gott verändert wird, das erfüllt ist von dieser Furcht, von dieser Ehrfurcht und voll ist von diesem Verlangen. Ich will Gott ehren. Solange wir Gott nicht wirklich kennen, haben wir unbewusst eine sehr, sehr griechische Vorstellung von ihm. Und wir denken, er ist ganz weit weg und er hat mit unserem Leben sowieso gar nichts zu tun. Wahrscheinlich hat er uns kaum auf dem Schirm. Und der Vorteil von dieser Art von Gottesbild ist, man kann die dümmsten Dinge tun, das berührt Gott überhaupt nicht. Man kann sogar noch Frieden damit haben. Aber der Gott der Bibel ist ein Gott, der nahe ist. Und er ist ein Gott, der beleidigt wird durch die Sünde seiner Kinder. Er sagt an einer Stelle, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Ihr habt meinen Namen entweiht. Der Prophet kommt zu David und sagt, du hast den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Das Volk Gottes in der Niederlage, Jesaja 52. Und natürlich, es geht ihnen dabei nicht gut, wenn der Feind über sie hermarschiert und sie alle im Griff hat. Aber das Schlimmste ist dann, wie es Gott dabei geht. Und dort heißt es in Jesaja 52, ich glaube Vers 5, Vers 6. Ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert, weil der Feind höhnt. Der Feind macht sich lustig über das Volk Gottes. Und er sagt, so Gott, das sind jetzt deine Erlösten. Das sind jetzt deine Heiligen. Herzlichen Glückwunsch. Ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Und wenn du über diesen Vers brütest und dem Heiligen Geist erlaubst, dir mehr zu zeigen als die Druckerschwärze, das, was dahinter ist, dann wirst du erkennen, da ist ein Schmerz, da ist eine Klage. Da ist ein Gott, der selber betrübt ist. Und dem es wehtut, was man gegen ihn tut, wegen unserer Sünde, wegen unseres Lebens in der Niederlage. Und wenn durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes unser Gottesbild sich ändert und wir einen Gott sehen, der Auswirkungen erlebt durch unsere Sünde, wächst Motivation nach einem anderen Leben. Solange wir ein griechisches Gottesbild haben, der ist weit weg. Und sowieso, was auf der Erde passiert, das geht den gar nichts an. Das interessiert den überhaupt nicht. Das kriegt er kaum mit, nur am Rande. Werden wir weiter mutig sein in den größten Frechheiten. Aber wenn wir einen nahen Gott erleben, der berührbar ist, der betrübt werden kann, dann sagen wir Gott, ändere mein Herz. Ich will nicht dich beleidigen. Ich will nicht dich betrüben. Gib mein Herz, das dir nahe ist. Und was uns in die Nähe Gottes bringt, ist die Furcht des Herrn. Durch die Furcht des Herrn werden wir nicht abweichen von ihm, heißt es hier. Durch die Furcht des Herrn, Sprüche 16,6, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist die Kraft, das ist eine motivierende Kraft in deinem Herzen, die dich dazu bringt, Abstand zu nehmen vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und wie genau geschieht das? Wieso weichen wir vom Bösen, wenn die Furcht des Herrn unser Herz erfüllt? Und wir müssen nur weiterlesen im Wort Gottes und eine andere Schriftstelle, ebenfalls in Sprüchen, erklärt uns, was Furcht des Herrn ist. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Böses zu hassen. Wie viele Kinder Gottes sind geschockt, wenn ich durch die Gemeinden gehe und sage, unser Gott ist ein hassender Gott. Sie schauen mich an und sagen, wie bitte? Und dann sage ich in Punkt 2, sondern will du, dass du lernst zu hassen. Wie bitte? Ja. Gott hasst die Sünde
Und er will in uns ein Wunder tun, weil wir ja seine Nachahmer sind, weil wir ihm immer ähnlicher werden. In uns soll leben, was in ihm lebt. Und wir lernen, das Böse zu hassen. Römer 12, was ist es? Vers 9. Verabscheut das Böse. Abscheu ist ein extrem starkes Gefühl, nicht wahr? So Gott befiehlt uns hier, extrem starke Abneigungsgefühle zu haben. Wie kann man dieses Wort erfüllen? Wie kann man diesem Gebot gehorchen? Welchen Knopf musst du bei dir drücken, um ein Abscheugefühl zu entwickeln? Wir können keine Knöpfe drücken, um ein Gefühl zu erzeugen. Aber Gott befiehlt uns, ein Gefühl zu haben. Hast du dir dieses Dilemma schon mal klar gemacht? Gott befiehlt uns, Abscheu zu fühlen in uns. Dahinter, hinter diesem kleinen, harmlosen, halben Vers in Römer 12, ist die ganze Lehre von Gegenwart Gottes, Transformation des Herzens. Und wir machen Raum, dass in uns beginnt zu leben, was in Gott lebt. Das, in diesem kleinen Vers ist das alles enthalten. Die einzige Art, wie Abscheu für das Böse in dir entstehen kann, ist, dass du ein Freund Gottes wirst, dass du die Gegenwart Gottes fleißig und regelmäßig aufsuchst und dabei lernst, dein Herz Gott zu geben und wartest und glaubst, dass Gott ein Wunder tut der Transformation in deinem Herzen. Jesus liebte Gerechtigkeit und hasste Gesetzlosigkeit. Und wenn wir ihm nahe kommen und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann wird das in uns hineinkommen und wird in uns leben, was in ihm lebt. Und dieser Hass auf das Böse ist die Kraft, die uns fernhält vom Bösen. Ich meine, es ist gut, wenn du deinen Willen einsetzt in einer Versuchungssituation und alle Kräfte zusammenreißt, die du hast und sagst, ich will das nicht, nein, und du wendest dich ab. Ja, aber das wirkliche Endziel der Erlösung ist ein Herz, das mit Gott übereinstimmt, wo du einen weiten Bogen machst um die Dinge, die Gott missfallen, weil sie dir auch missfallen. Das ist etwas anderes als Willenskraft. Das geht reflexartig. Stell dir einmal vor, irgendeine Speise, ein Gericht, das wirklich, wenn du nur daran denkst, schon Ekel in dir hervorruft. Brechreiz. Du sagst, hör mir auf mit dem. Ja. Kannst du gerade mal versuchen, so eins gedanklich zu finden? Ich weiß, manche Männer sind so gute Kostverwerter, die sagen, du, also bei mir geht alles rein. Ja. Aber wenn das so der Fall ist, dann denk an andere Nationen. Ja. Was die da alles essen. Schlangen. Raupen. Lebendig. Dicke, fette Raupen. So hat jeder irgendein Gericht, wo er sagt, oh, also bitte, das wäre das Allerletzte. So, nun stell dir vor, wenn heute Mittag zu Ende ist. Jemand sagt, weißt du, hab dich lange nicht gesehen, schön dich zu sehen, ich lade dich ein zum Restaurant, nicht hier, wir gehen woanders hin. Und da kriegst du was ganz Spezielles. Und du sagst, ja, gerne, okay, was gibt's denn? Und dann erwähnt er dein Ekelgericht. Was kommt dann? Kriegst du Ängste? Kommt der Schweiß auf die Stirn? Rufst du deine Fürbitte an? Sagst, bitte, bitte, betet, dass ich widerstehen kann. Bete, dass ich Kraft habe, dass ich nicht die Gabel zum Teller nehme. Oh, der Herr möge mir Kraft geben, dass das ferne von mir ist, dass ich durchstehe. Bete, dass ich das durchstehe, dass ich ja nicht esse. Du brauchst nicht einen Fürbitter, du weißt. Niemand bringt dich dahin, das Zeug zu essen. Niemand, niemand. Warum? Der Ekel ist in dir und der Ekel sagt niemals, nur über meine Leiche. So was hält dich ab, dieses Ekelzeug zu essen? Die innere Abscheu, die innere Abscheu, nicht Willenskraft, Unterstützung deiner Freunde. Die innere Abscheu. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Weil man das Böse hasst.
Viele kommen aus ihren Lieblingssünden nicht raus, weil sie versuchen, die Willenskraft einzusetzen, gegen die Sünde zu stehen. Ich sage, nutze deine Willenskraft, um dein krankes, kaputtes, verseuchtes Herz Gott hinzuhalten. Und bitte Gott, deinen Geschmack zu verändern. Wenn du einen Ekel bekommst vor diesem Pornozeug, und ich weiß, seit einigen Jahren hat Gott mich gerufen, über sexuelle Reinheit in Gemeinden zu lernen und Aufrufe zu machen. Ich weiß, was in den Gemeinden los ist. Hinter der schönen Sonntagsfassade. Was da an Filmen und an Zeugs aus dem Internet und aus dem Fernsehen runtergeholt wird und was Leute sich antun. Wenn Gott deinen Geschmack ändert, dich wieder klar macht im Kopf und du die Dinge so bewertest, wie Gott sie bewertet, dann wirst du rauskommen. Du kommst nicht mit deiner Willenskraft raus aus Bindungen. Du brauchst ein neues Herz. Du brauchst einen neuen Geschmack. Und Gott bietet uns an, seinen Geschmack zu bekommen. Neue Werte, nicht nur eine neue Denkweise, eine neue Fühlweise. Eine neue Fühlweise. Das ist die Erlösung. Das ist das Werk Gottes. Das ist, wozu er uns ruft. Und es ist schon ein Phänomen, wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, wie viele Jahre ich gebraucht habe, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerufen hat, ist der Gott, der sich mit meinem Herzen beschäftigen will. Viele Jahre war das kein Thema für mich. Ich war sogar schon im vollzeitlichen Dienst, wenn ich mir das heute vorstelle. Und ich habe nicht gewusst, der Gott, der mich gerufen hat, ist der Gott, der sich mit meinem Herzen beschäftigt. Und er will ein Werk tun an meinem Herzen. Alles war mir wichtig, aber nicht mein Herz. Aber Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz, weil aus deinem Herzen kommt dein Leben. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Und aus meinem Herzen kommt mein Leben. Du sagst, ich dachte, mein Leben kommt von Gott. Ja, es kommt von Gott und muss durch dein Herz durch. Und da kann etwas Reines und Kostbares und Gesegnetes von Gott kommen. Und wenn da die Korruption und die Gier nach den bösen Dingen in deinem Herzen wohnt, kommt am Ende doch nichts Reines und Schönes dabei heraus. Das Leben aus Gott kommt durch dein Herz. Wenn wir das nur verstehen, dann werden wir uns um unser Herz kümmern. David sagt, 1. Chronik 29, 17, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Aufrichtigkeit ist, was wichtig ist für Gott. Was bedeutet das? Ich habe es nachgeschaut im Lexikon. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Das ist, wonach Gott schaut. Das interessiert Gott. Und je mehr du Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit siehst im Herzen Gottes und zu deinem Wert machst, umso mehr wirst du leiden über all die Spiele und Schauspielerei und all die Heuchelei im Volke Gottes. Und es wird dir ein Gräuel sein. Wie kann das sein? Wie können wir einen Gott haben, der die Wahrheit ist, der sagt, ich habe Gefallen an Wahrheit im Innern? Und dann gehen wir so miteinander um und spielen so ein Theater. Ich kenne Menschen, die meinen, Gründe zu haben, vor meinem Dienst zu warnen. Und sie haben die furchtbarsten Verdächtigungen über meinen Dienst. Und ich weiß, dass sie das anderen Pastoren erzählen. Und wenn ich sie dann treffe, ach Bruder, wie schön, oh Bruder, du bist so kostbar, oh ich freue mich so, dich zu sehen. Manchmal, also ich brauche wirklich dann Gnade, sage, Herr, hilf mir, dass ich jetzt nicht sage, Bruder, ich möchte kotzen. Wirklich. Das ist eigentlich was ich so gerne sagen möchte. Ist das nicht ekelhaft?
Und in demselben Vers, wo es heißt, verabscheut das Böse, steht auch, die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Und wir kommen aus der Heuchelei, aus der Schauspielerei, wo wir das eine sagen, was andere im Herzen haben, nur heraus, wenn wir Bosheit verachten, wenn wir Bosheit hassen, wenn wir Bosheit als unseren Feind ansehen und es verabscheuen. Das ist der Weg heraus aus Heuchelei. Und wir nennen das Nettigkeit, wir nennen das sogar Bruderliebe. Wir nennen das Freundlichkeit. Aber in Gottes Nase stinkt es erbärmlich. Es stinkt. Heuchelei stinkt Gott. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Da hat es erkannt. Ich habe über 10 Jahre meines geisterfüllten Christseins gebraucht, bis ich erkannt habe, dass Gott mein Herz prüft. Das war nie ein Thema für mich. Das war nie eine Sache, die für mich wichtig war. Ich habe nie in der Richtung mich ausgestreckt, nie geforscht. Wenn mir jemand gesagt hat, aber weißt du, Gott erforscht die Herzen. Dann ich so, ach Bruder, das ist doch Altes Testament. So hätte ich reagiert, bevor Gott mich gepackt hat und gerüttelt hat und hat gesagt, hör mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Und jetzt schauen wir uns mal einige Dinge an in deinem Leben. Und da kam eine Phase von großer Erschütterung und Zerbruch. Und ich war so schockiert. Und meine nette, aalglatte, charismatische Fassade ist so zusammengebrochen. So zusammengebrochen. Dank sei Gott, dass ich den Plunder los bin. Ich habe erkannt, dass du das Herz prüfst. Gott prüft das Herz. Kennst du das aus Erfahrung, dass Gott Herzen prüft? Weißt du, was das bedeutet? Es ist nicht, dass Gott sagt, jetzt wollen wir uns mal mit dem Herzen von Fritze Müller beschäftigen, wir wollen mal schauen, was wir da so finden. Gott muss nicht da suchen, ob er irgendwelche Überraschungen findet. Das Herz prüfen bedeutet, er macht dir ein paar Überraschungen. Er offenbart dir, was in deinem Herzen ist. Gott weiß das schon alles. Und dank sei Gott, wir sind angenommen worden, obwohl er das alles von Anfang an wusste. Manchmal, wir sind so schockiert, wenn neue Phasen unserer Bosheit ans Licht kommen, dass wir kaum noch glauben können, ja, Gott hat überhaupt Ja gesagt für immer zu uns. Aber Gott hat schon Ja gesagt. Aber er will, dass wir uns damit beschäftigen. Er will, dass wir durch diesen Prozess der Herzensläuterung, der Herzensreinigung gehen. David sagt es dann auch zu seinem Sohn, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen, wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen für ewig. Der Herr erforscht alle Herzen. Und das ist der Schlüssel, um Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen. So, das Zweite ist die Erklärung. Wenn wir dieses Werk Gottes heranlassen an uns, dass er unser Herz erforscht, werden wir mehr und mehr dahin kommen, ein ungeteiltes Herz zu haben. Und das ist, was Gott will, ein ungeteiltes Herz und eine willige Seele. Und wenn du das siehst, im Neuen Testament war das für sie immer noch eine Realität. Schau mal, wie dort von Gott gesprochen wird. Apostelgeschichte 1,24. Gott, du Herzenskenner. Wann hast du das letzte Mal in einer Gebetsstunde ein solches Gebet gehört oder eine solche Anrede zu Gott? Gott, du Herzenskenner. Wie sie Gott angeredet haben, zeigt, wie sie ihn gesehen haben und wie sie ihn erlebt haben und was ihnen wichtig war. Apostelgeschichte 15,8, Gott der Herzenskenner. Paulus schreibt in Römer 8,27, der die Herzen erforscht. 1. Thessalonicher 2,4, Paulus sagt, Gott, der unsere Herzen prüft. Und wenn du dann den Zusammenhang liest, dann siehst du, es geht um Motive. Es geht um Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Das sind die Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Das sind die Dinge, die den Heiligen Geist beleidigen und die ihn hindern, ein tieferes Werk in der Gemeinde und durch die Gemeinschaft der Gläubigen zu tun.
Und Jakobus fordert dann die Gläubigen auf. Und er sagt dort 4, Vers 8, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und die Wankelmütigen, sagt die Übersetzung dieses griechischen Wortes, das sind die, die nicht wissen, was sie wollen. Die wollen das eine und die wollen das andere. Die sind hin und her gerissen. Die wollen das eine, aber die wollen auch das andere. Die wollen die Kraft Gottes haben in ihrem Leben. Die wollen stark sein und ein Segen sein für andere. Aber sie wollen auch die Anerkennung von anderen haben. Sie wollen auch geehrt werden. Sie wollen auch für wichtig gehalten werden. Und das kann nicht funktionieren. Wenn du Frucht bringen willst für Gott, wird Gott dich Wege führen, wo dein Name in den Dreck getreten wird. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Nicht, weil Gott daran Freude hat, deinen Namen in den Dreck zu treten, sondern weil es viele Gläubige gibt, die einen Hass auf die Wahrheit in ihrem Herzen tragen. Deswegen. Und wenn du Gott von ganzem Herzen dienen willst, werden Menschen aufstehen und deinen Namen verunglimpfen. Das wird so sein. Nicht wegen Gott, aber wegen seines Wesens. Und weil es so viele gibt in der Gemeinde und noch viel mehr in der Welt, die die Wahrheit nicht ertragen können, die einen Krieg kämpfen in ihrem Herzen gegen die Wahrheit. Und indem du strebst nach Aufrichtigkeit und kein Ansehen der Person kennst und sagst, was Gott dir aufträgt zu sagen, ziehst du ihren Unmut auf dich. Ich verspreche es dir. Aber ich verspreche dir auch, was Petrus sagt. Wenn wir leiden um der Wahrheit willen, wenn wir verfolgt werden, wenn die Menschen Böses über uns sagen und dabei lügen, kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. Halleluja. Der Geist der Herrlichkeit. Und es gibt nichts Kostbares als das. Der Geist der Herrlichkeit auf uns. Oh, wo wir schwelgen in Gott, wo wir aufgebaut werden und ermutigt werden und gesättigt werden und Gott so erleben, dass oh Gott, du bist so wunderbar, du bist mir alles. Und wenn es noch 10-mal schlimmer wird, ich will dich und ich werde dich niemals verlieren. Ich will dich. Ich will in deiner Nähe sein. Das ist, wozu Gott uns ruft. Wir gehen jetzt in die Pause. Aber lasst uns vorher beten. Ich spüre, dass der Heilige Geist da ist und überführt und zieht und ruft. Und Heiliger Geist, wir sagen dir ja. Wir wollen solche Freunde Gottes werden, ohne Heuchelei, ohne Kompromiss, ohne Spiele, ohne Masken. Wir wollen wahrhaftig sein, weil wir verstehen, du hast an Aufrichtigkeit gefallen. Und wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, dass du uns ein neues Herz gibst. Und dass wir Gefallen finden an dem, woran du gefallen hast. Und dass der Abscheu in uns wächst vor den Dingen, die du verabscheust. Und wir sagen dir, ja, Herr, wir glauben dir und wir wollen dir Raum machen. Und wir wollen dir erlauben, ein solches Werk an uns zu tun. Ein Herz, das dich fürchtet. Danke, dass du uns hörst. Amen. Amen.